Wir haben keinen Krieg angefangen. Wir saßen friedlich bei uns zu Hause. Dann kam die russische Invasion. Es hat uns 2 Millionen Menschen das Leben gekostet. Und 5 Millionen Asylanten auf der ganzen Welt. Einer davon bin ich mit meiner Familie. Mein Vater, haben die Russen mit 80 im Gefängnis gebracht und gefoltert, und infolge der Folterung ist er gestorben, mein ältester Bruder ebenso. Und da haben wir erstmal für uns entschieden, das Land zu verlassen. Aber wie? Habe ich angefangen, erstmal Kleider zu entwerfen, nur für mich. Fanden die Leute das gut, und dann hatte ich eine Freundin, die hatte eine Kunstgalerie. Da haben wir die erste Modenschau gemacht, und ich merkte, ich kann es verkaufen. Somit bin ich dabei geblieben. Ich habe zum ersten Mal, als ich nach 25 Jahren zum ersten Mal in Afghanistan war, und habe natürlich mit Erschrecken die Zerstörung des Landes und auch eben Frauen nur mit Burka gesehen. Es fehlte an alles. Die Armut, die Not, die kranken Menschen, die Zerstörung, die Kinder, die Frauen. Also es war einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Und da war es für mich klar, also dass wir an die Kinder setzen, weil Kinder sind das Kapital und Zukunft jedes Landes. Und Bildung ist der Schlüssel zum Leben. Bildung ist Hoffnung. Und Bildung ist auch die einzige Waffe, dass man gegen die Taliban kämpft. Gar nicht erkundigt, so leichtsinnig bin ich. Das soll an die 400 oder 400 um. Aber ich hab's gegriffen und ich meine, das passt für mich und das war's. Und wenn es auch noch für einen guten Zweck ist. Es warten jetzt wieder 2000 Kinder, Mädchen und Jungs, die genauso unter Zelten, bei den gleichen Umständen, minus 10, 15 Grad Kälte, Unterricht bekommen, und wenn es regnet, müssen die nach Hause gehen. Denen haben wir versprochen, eine Schule zu bauen.